und herzlich willkommen bei der 7. Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir waren zuletzt stehen geblieben, indem wir, ja, eigentlich jemanden opfern mussten, um jemanden einzusperren. Und ja, das ist halt etwas gewesen, was ich nicht wirklich gut fand. Und ja, es ist halt doof gewesen und leider mussten wir halt nun mal uns entscheiden und daher blieb uns auch nichts anderes über. Leitfaden für das Kochhandwerk. Okay, Leitfaden für das Kochhandwerk von Cloelius Meloginensis. Versorgungsfeldwebel, 7. Legion. In meinen 20 Jahren als Versorgungsfeldwebel für die 7. Kaiserliche Legion habe ich eine unumstößliche Wahrheit gelernt. Kochen ist Kochen, egal ob man nur für sich selbst oder für eine ganze Armee kocht. Entschuldigung. Auf die Anfrage von Magus General Septima Tan hin werde ich mein Wissen an die Versorger weniger ruhmreicher Legionen weitergeben. Schritt 1. Beschafft euch die Zutaten. Im Feld ist euer Rucksack die einzige Speisekammer, auf die eure Soldaten sich verlassen können. Requiriert alles, was ihr finden könnt, jedes Fass, jede Truhe, jeden Sack Korn solltet ihr für eure Zwecke einsetzen. Als kaiserlicher Soldat habt ihr das Recht, so viel rekurrieren, wie ihr wollt, aber geht dennoch mit Bedacht vor. Ein Bürger mit einer leeren Speisekammer wird sich noch lang daran erinnern, wie hart das Kaiserreich zu ihm war. Nur eine Handvoll. Ein Töpfer oder ein Teil aus jedem Fass, jeder Truhe und jedem Sack, das ist meine einfache Regel. Schritt 2. Besorgt euch Rezepte. Vergesst nicht, dass ihr ein Versorger seid, kein Leibkoch. Ihr bereitet keine erlesenen Speisen für die Herzogin von Chedinahal zu. Es spielt keine Rolle, wie ihr das Essen schmeckt. Solange es eure Männer satt macht, holt euch Rezepte, die schnell und einfach sind und am besten in großen Mengen gekocht werden können. Nehmen wir gegrillte Hähnchenbrust einmal, für das ihr Geflügelfleisch benötigt. Es bringt nichts, die erforderlichen Zutaten zu kennen. Ohne das richtige Rezept hat man nur rohes Fleisch. An jedem Ort gibt es ganz eigene Rezepte für die Zubereitung der lokalen Zutaten, also haltet die Augen offen nach Rezepten, wenn ihr Vorräte requiriert. Schritt 3. Kochen, kochen, kochen. Habt ihr das Rezept im Kopf, besorgt euch die Zutaten und kocht sie an einer Feuerstelle und lasst dann das Essen nicht anbrennen. Achtet darauf, euren Männern das zugeben, was sie am meisten brauchen. Kundschafter und Scharmützler bekommen viel Gemüse. Den Magiern in eurer Kohorte serviert ihr am besten ein paar Früchte. Bei Infanterie liegt man mit deftigen Fleischgerichten nie verkehrt. Vergesst nie, dass eine warme Mahlzeit den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Ergänzung: Brauen im Felde. Ich bekomme so viele Fragen über das Brauen gestellt, dass es sich darüber ein eigenes Kapitel lohnt. Meine Empfehlung: Führt nie mehr als eine Flasche edles Gebräu mit euch. Dann wissen eure Männer, dass es sich dabei um eine Belohnung für jene handelt, die herausragende Leistung zeigen. Boah, heute ist es richtig schlimm mit Lesen. Also ich weiß nicht, was los ist. Und doch braucht die Kohorte mitunter auch flüssigen Mut.
beispielsweise von einer Schlacht oder einer Militärparade. Deshalb braue ich schreckliches Gesöff aus lokalen Rezepten, sowohl um die Soldaten durch einen Schluck in einen Zustand selbstbewusster Bereitheit zu bringen, als auch um zu verhindern, dass sie Geschmack an dem Zeug finden. Schritt 1 und zwar Schritt 2 entsprechen den jeweiligen Schritten beim Kochen. Und der dritte Schritt, Schritt 3, brauen. Nehmt ein Braurezept, das ihr bereits kennt. Besorgt euch die Zutaten und braut sie an einer Feuerstelle. Lasst das Getränk nicht verkochen. Ich überlasse oft überschüssige Getränke den Einheimischen, die die Zutaten ohnehin gespendet haben. Dies entspricht nicht den Requierungsrichtlinien des Kaiserreichs, aber so bleiben sie meinen Männern wohlgesonnen für den Fall, dass wir uns aufgrund der Taten weniger tapferer Legionen doch einmal zurückziehen müssen. Das ist dreist. Ich finde das dreist. Heißt von wegen, ach ja, gib den Alkohol, dann sind sie ruhig, da sie ja uns ja die Zutaten für alkoholische Getränke... Silvena blind? Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Schlange, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Von wegen, ach ja, hier habt ihr Alkohol, ihr habt uns die Zutaten. Ja, Hauptsache, wir können euch ruhig stellen und wenn wir mal für... mehrwiegende Fehler machen, die ja ständig sind, so seid ihr im Rausch. Also ganz ehrlich, das ist... Meine Zeit ist kostbar. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist Abfüllen. Aus dem Grund schon alleine, weil... Ja, wer Alkohol oder stark berauscht ist, ist entweder... ja, ruhig, aber meistens ist es halt so, wenn man halt wirklich, es hebt alle Hemmungen auf und naja, die meisten werden dann halt sehr aggressiv und ich glaube nicht, dass das wirklich Sinn macht. Fünf Gold in seine Augen. Ach, halt doch. In das Gesicht des Todes. Boah, sei doch mal ruhig. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich vorankommen. Ja, und hör auf, Selbstgespräche zu führen. Fühlt die Muskeln einer wahren Tötungsmaschine. Ja, wir reden jetzt mit dem Vizevogt Pelidil. Kommt und seht einen echten lebenden... Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvena mit diesen dreckigen Maormann? Was habt ihr gegen die Maorma? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Gut, dass du nichts zu sagen hast, also ganz ehrlich. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvena Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Ja, mach ich auch. Du bist, eigentlich ist er nur eifersüchtig. Und ganz ehrlich, gibt es hier irgendwie... nee, ich will jetzt nicht klauen. Auf jeden Fall, ja. Ich finde, er ist einfach nur eifersüchtig darauf, dass er... nicht das Sagen hat und dafür aber jemand anderes und daher, ja, naja, Neid ist halt immer da und Missgunst erst recht, aber Ratten in der Ernte, oh je. Oberhauptmann Harani, einige unserer Häuser wurden während des Sturms beschädigt. Und eine enorme Menge Ratten hat sich über unsere Felder hergemacht. Auch wenn wir die Ratten unter Kontrolle haben, möchten wir nachfragen, wann wir mit Hilfe rechnen können. Wir haben hier auf der Windfängerplantage keine gelernten Architekten, auch wenn die meisten von uns in der Lage sind, einfache Reparaturen durchzuführen.
können wir ohne Hilfe von Mistral nicht alles wieder auf Vordermann bringen. Wir geben unser Bestes, während wir auf eure Antwort warten. Euer ergebener Diener Silat. Also da ist schon mal das erste Beispiel, man hilft denen nicht. Und ja, und hier ist noch eine Beschwerde, immer mehr Banditenüberfälle. Immer mehr Banditenüberfälle. Oberhaupt Harani, auch wenn dieser hier versteht, dass die Wache dabei gebraucht wird, Mistral nach dem Sturm wieder aufzubauen, hat das Einstellen der normalen Streifen zu einer Zunahme von Banditenüberfällen auf den Straßen geführt. Man kann kaum noch seinen Stand verlassen, ohne sofort von Rohlingen angegangen zu werden. Wenn es nicht Banditen sind, sind es Harpien, die von den schweren Winden landeinwärts getrieben werden. Wenn es nicht Harpien sind, werden Plünderer, die unsere Waren mit Treibgut verwechseln, an Land gespült. Karpusar hat 2 Söldner unter Vertrag genommen, die sich um das Problem kümmern. Aber nicht alle von uns können sich das leisten. Wann können wir mit der Wiederaufnahme der Streifen zu rechnen? In geduldiger Erwartung eurer Antwort. Karpusar Kaufmann. Also da sollte man wirklich schon sofort reagieren und nicht, wir warten mal ab. Also irgendwie will ich mit den Sylvaner sprechen. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Kenatis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Dem Sylvaner Rasumdas Marke aushändigen. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Naja, mal so gesagt, ich bin vom Gefängnis Kalthafen ins Wasser, durch den Port ins Wasser gefallen und ich wurde aus dem Wasser gefischt von Rasumdar und ja, und seitdem helfe ich Rasumdar aus. Und was er macht, weiß ich nicht, liegt wohl auf der faulen Haut. Egal. Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Vielleicht liegt bei dem einen ein Diebstahl vor und bei dem anderen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Detektivarbeit. Warum nicht? In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ich misch mich eigentlich ungern in diplomatischen Angelegenheiten ein und ich glaube nicht, dass ich das hier irgendwie, sagen wir mal so, diese Quest nicht überhaupt auslassen soll, weil es gehört ja zu der Story-Quest und daher muss ich die machen und da wäre schon die Selbstentscheidung selber, also dass es wirklich andere Möglichkeiten gibt, aber okay, es ist nun mal kein Wunschkonzert. Ihr möchtet, dass ich Sie um eine Kopie des Abkommens bitte? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Ja, okay. Leb wohl. Da ist Harani, da ist ein Buch. Ehrentitel der Khajiit. Yay! Ehrentitel der Khajiit. Von Fürstin Radura Dra von Torval. Repräsentantin des Talmor im südwestlichen Elsweyr. Elsweyr. Ja, wir waren auch in Elsweyr, aber ich glaube, das war das nördliche oder doch südliche.
Ich weiß es nicht. Das war noch in Folge 1. Da haben wir ja das Tutorial da gemacht in Elsweyr. Aber ich habe da ja nicht weitergemacht aus dem Grund, weil ich alles von Anfang an machen wollte. Und ja, daher, ja, hab Direktor Tanion getroffen. Ein äußerst höflicher und korrekter Mäher, der schockiert war, als ich ihn wissen ließ, dass er das falsche Suffix bei meinem Namen statt dem passenden Dra verwendet hatte. Um ihm weitere Peinlichkeiten zu ersparen, gehe ich hier nicht auf die Einzelheiten ein, aber fragt mich doch noch einmal, sobald ich ein paar Gläser guten Portwein getrunken habe. Es schien also eine gute Idee zu sein, dass diese eine Liste der gebräuchlichsten Namenstitel der Khajiit zusammenstellt, zumindest den der richtigen, damit das Kolleg der altmärischen Schicklichkeit und all unsere neuen Verbündeten aus Sommersend und Walenwald darauf zurückgreifen können. Weibliche Ehrentitel. Dra ist ein respektvoller Titel, der jenen verliehen wird, die für Weisheit und Schleue bekannt sind, oder als Trost für jene, die ein gehobenes Alter erreichen. Ich bilde mir gerne ein, dass in meinem Fall das Erstgenannte der Auslöser ist. Daro ist für jene gedacht, die hervorragend mit losen Gegenständen umgehen können, insbesondere kleine Schmuckgegenstände oder herrenlosen Geldstücken. Er kann aber auch jenen verliehen werden, die eine flinke Zunge haben. Do ist für jene gedacht, die als Krieger berühmt geworden sind. Meist sind es Männer, aber gelegentlich laut der Meinung dieser zu gelegentlich auch Frauen. Ko ist eine Bezeichnung für geachtete Heiler, Magier und Gelehrte. Manchmal wird sie auch an den Namen gelehrter Ahnen angehängt. Vielleicht werden die Kinder dieser, wenn sie einmal nicht mehr ist, sie auch als Radura Ko bezeichnen. Nun, das ist ein schöner Gedanke. La. La heißt, glaube ich, auf Arabisch nein, aber diejenigen, die Arabisch sprechen, können es mir ja mal sagen, ob La nicht doch irgendwie in deren Sprache eigentlich dann nein heißt. Also ich weiß es halt nicht. Ich vermute mal, aber okay. Aber hier steht halt was anderes. La ist ein allzu vergänglicher Titel der anmutigen Jungfrauen, verliehen wird, die unverheiratet sind oder sich verhalten, als wären sie unverheiratet. Diese erinnert sich allzu gern daran, als man sie noch Radura La nannte. Es war doch letztes Jahr, nein? Ma nennt man kleine Kinder beider Geschlechter. Es ist ein Ausdruck der Liebe, insbesondere wenn man ihn faucht oder brüllt. Okay. Männliche Ehrentitel. Da ist der wahrscheinlich älteste Titel der Khajiit. All jene, die flinke Finger und eine flinke Zunge haben und sowohl nach Wissen als auch Wohlstand gieren, verdienen sich diesen Beinamen. Ich habe gehört, dass man manchmal auch Politiker so nennt. Doch eine solche Bezeichnung ist sicher scherzhaft gemeint und würde um der Süße willen nie von mir verwendet werden. Do ist ein Ehrentitel für all jene, die sich auf dem Schlachtfeld oder bei Duellen hervorgetan haben. Vorsicht vor jenen überstolzen Löwen, die sich diesen Titel selbst verliehen, anstatt darauf zu warten, dass sie ihn verliehen bekommen. Dro ist ein Titel, der an weise Ahnen, Patriarchen, Großväter und all jene vergeben wird, die auf dem Marktplatz zu langsam vor einem gehen. Jo ist eine Bezeichnung für anerkannte Ärzte, Gelehrte und Magier. Doch allzu oft verleihen sich Scharlatane und Großmäuler diesen Titel selbst. Ich erinnere mich an einen schönen dunklen Panther in Korinth,
der mir in mir eine Kette verzauberter Perlen verkaufen wollte. Doch das ist eine Geschichte für einen anderen Mond. Rasumdar. Okay. Ist für einen geschätzten Anführer in Militär, Handel oder Regierung. Ein Katera hat meist einen Harem von Kätzchenlast. Manchmal sogar einen recht umfangreichen, insbesondere dann, wenn er in anderen Belangen weniger gut ausgestattet ist. Ri ist ein nur selten vergebener Titel, da er nur den größten Anführern unseres Volkes vorbehalten ist. Den Sprechern, Königen und Mänen und vielleicht einem besonders ausdauernden Krieger, mit dem wir uns in den Laken gewälzt haben. Zumindest habe ich das gehört. Dieser hat auch von einem Buch unter den geckenhaften Jugendlichen von Alabasta gehört, bei denen es Mode ist, den Ehrentitel vor den Namen statt dahinter zu setzen. Radura Dra ist gerne modebewusst, doch sie fürchtet, dass sie diese Mode nicht zu schätzen weiß, weil so sämtliche Namen der Khajiit zu ähnlichen Klängen nennen. Das wäre doch viel zu langweilig, und langweilig wollen wir auf keinen Fall sein, ja? Wieso immer diese Frage? Ja, wir sprechen jetzt mal mit Harani. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Hä? Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Du solltest, egal was da drinne ist, trink weniger, weil ich habe dich noch nicht gesehen. Nein, ich kenne dich definitiv nicht. Der Silvener möchte eure Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch übler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Mhm. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormern unterzeichnet? Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Mhm. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Okay, aber was ist mit deinem Abkommen? Hallo? Ich weiß nicht, der kommt mir gerade ein bisschen unsympathisch rüber und ich gehe schon wieder meiner Spürnase nach und ja, wir reden mal mit ihm. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Euren Wassern? Ja. Du bist ganz schön arrogant und auch unhöflich und respektlos. Und gierig. So. Die Maorma erheben Anspruch auf Kentaris Rast. Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Mhm. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen. Und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Mhm, klar. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Oh, am liebsten würde ich dir die Kehle durchschneiden. Arrogantes Arschloch. Entschuldigung, aber es ist nun mal so, er ist ein arrogantes Arschloch.
Egal. Wir reden jetzt mit dem Sylvanar. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Ulondil und Harani weigerten sich, ihre Kopie vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ernsthaft? Ich tue das nicht leichtfertig. Ja, und ich will nicht in eurer politischen Angelegenheiten einmischen. Was meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Sylvanar euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelorn geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Sylvanar? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Was haltet ihr vom Altmerie-Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Besser. Bevor du gleich irgendwas über die Rübe gezogen bekommst. Hüter des Grüns. Hüter des Grüns. Die Jägerin wartet im Geäst, gewandert nur in Blätter und Schatten. Sie atmet ein, als der Wind sich dreht und sie lauscht. Entschuldigung, ich wollte lauschte sagen, aber okay. Sie kann die Angst ihrer Beute fast schmecken. Ein Blick, eine Wendung und das Opfer bricht aus der Deckung. Ihre Augen öffnen sich. Schritte, gedämpft wie der Flügelschlag der Eule, ertönen leise durch das Grün. Jeder andere würde die Beute an die rankenübersäte Erde verlieren, doch die Jägerin zögert nicht. Über und durch den Wald geht die lautlose Jagd. Kurz landet die Jägerin auf einem Ast, ein schneller Schluck aus ihrem Wasserschlauch und schon ist sie wieder weg. Ein Bach schlängelt sich durch den Wald und die Beute hält inne, um zu trinken. Krallen werden ausgefahren, glatt und glänzend. Zähne werden in Vorfreude gefletscht. Sie springt. Wasser wirbelt auf. Krallen treffen auf Hals. Die Beute sackt in sich zusammen. Noch einen Augenblick und der fröhliche Bach würde sich rot färben. Sie leckt sich die Lippen. Nicht diesen. Am Rand des Bachschraches steht ein einfacher Meer. In seinem Umriss steht jeder Holzarbeiter, Jäger und Ortskundige, jeder Jagdspur, Baumtane und Weber. Jedes Kind und jeder Greis stehen bei ihm und doch steht er alleine. Der Blick der Jägerin trifft auf den seinen. Sie sieht sich ebenfalls neben ihm stehen. Sie errötet und er ebenfalls. Mein Sylvanar, sagt sie endlich. Meine grüne Dame, antwortet er. Sie senkt ihre Krallen und wendet sich ihrer Beute zu. Ich jage in diesen Wäldern und halte sie frei von Schrecken. Und so verliere ich mich im Grün. Sie hilft ihrer Beute auf die Füße. Aber ich bringe sie immer wieder zurück. Von uns habt ihr nichts zu befürchten, Kind des Waldes. Solange es das Grün gibt,
Solange wandeln wir, wo ihr wandelt. Entschuldigung, der Silvanar verschwindet zwischen Ranken. Die grüne Dame springt ins Geäst. Sie sieht, du, wie der Bosmer aus dem Bach steigt und durch den Wald davontrottet. Aber sie lächelt, denn der Bosmer hat keine Angst mehr. Interessant. Okay, die brauchen wollen wir jetzt nicht lesen. Eisengürtel. Also wie gesagt, ich würde Wolgas Buch der Inselbestien. Okay, die haben wir schon gelesen, das brauchen wir nicht. Und ich würde es auch gerade nicht gerne. Ich würde es halt nicht gerne vorlesen. Verdammt, die Ausdauer geht dadurch verloren. Aber es muss halt sein. Es geht nicht anders. Weil wir brauchen bessere Ausrüstung und eigentlich ist es nicht schön, wenn man hier einfach mal irgendwie klauen tut. Aber es ist für einen guten Zweck. Über die Phylogenese der Völker, dritte Ausgabe, vom Rat der Heiler, Kaiserliche Universität. Entschuldigung. Nach sorgfältiger Untersuchung lebender Exemplare hat der Rat vor langer Zeit festgestellt, dass alle elfischen und menschlichen Völker miteinander kreuzbar sind und fertile Nachkommen zeugen können. Dabei zeigen die Nachkommen für gewöhnlich die Volksmerkmale der Mutter, obwohl einige Merkmale des Vaters vorhanden sein können. Es ist weniger eindeutig, ob Argonia und Khajiit mit Menschen und Elfen kreuzbar sind, obwohl es durch alle Zeitalter hindurch Berichte von Kindern aus solchen Vereinigungen, sogar solchen mit Dedra, gibt, sind diese Zeugnisse nicht ausreichend dokumentiert. Dokumentiert. Khajiit unterscheiden sich von Menschen und Elfen, nicht nur durch den Aufbau des Skeletts und der Physiologie der Haut, den Pelz, der ihre Haut bedeckt, sondern auch in ihrem Metabolismus und Verdauungssystem. Argonia wie auch ihr Droik scheinen eine semi-akatische, proglophile menschliche Art zu sein, obwohl es in keiner Weise klar ist, ob die Argonia bei den Droik Menschen oder mehr einzuordnen sind oder wie es der Ansicht des Autors entspricht, bei bestimmten auf Bäumen lebenden Echsen aus Schwarzmarsch. Also heute ist wirklich mein Tag, gerade jetzt in dieser Sekunde, richtig verhext. Über die Reproduktionsbiologie der Orks ist bis dato noch nicht allzu viel bekannt. Das gleiche gilt für Goblins, Troller, Harpien, Droik, Eski, Imga, verschiedene Dedra und andere Hominiden. Oh meine Güte! Mit Sicherheit hat es zwischen diesen Völkern Geschlechtsverkehr gegeben, in der Regel durch Vergewaltigung und magische Verführung. Es gibt jedoch keine dokumentierten Fälle von Schwangerschaften. Trotzdem steht ein empirischer Beleg oder Ausschluss der Kreuzbarkeit dieser Wesen mit zivilisierten Hominiden noch aus, was vermutlich an den tiefgehenden kulturellen Differenzen liegt. Sicherlich würde eine normale, von einem Ork geschwängerte Bosmerin oder Bretonin diese Schande für sich selbst behalten und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine von einem Menschen geschwängerte Orkfrau nicht ebenfalls von ihrer Gesellschaft verbannt würde. Bedauerlicherweise hindert uns unser Schwur als Heiler daran, eine Paarung zu Befriedigung unserer wissenschaftlichen Neugier zu erzwingen. Wir wissen jedoch, dass die Kreken
aus Thras in ihrer Jugend Hermaphroditen sind und ihre Fortpflanzungsorgane später resorbieren, wenn sie alt genug sind, sich an Land zu bewegen. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass sie mit Mensch und Meer nicht kreuzbar sind. Man mag sich außerdem fragen, ob die korrekte Klassifizierung dieser Völker, um den genauen, aber gebräuchlichen Begriff zu verwenden, von der Annahme eines gemeinsamen Ursprungs ausgehen soll und die Unterschiede durch magische Experimente entstanden sind. Die Manipulation der sogenannten Erdknochen oder durch langsame Veränderung von einer Generation zur nächsten. Ich sag jetzt mal dazu gar nichts. Und unsteter Charakter der Schlammkrabben. Haben wir das nicht schon gelesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Seit den ersten Aufzeichnungen ist die gewöhnliche Schlammkrabbe Tamriels immer als böse und gefährlich beschrieben worden. Aber selbst ein einfacher Bauer kann sie mit einer guten Heugabel erledigen. Ihr Chitin wird von Alchemisten bestimmter Schulen sehr geschätzt, obwohl ich es nie benutzen würde. Und ihr Fleisch gilt in einigen Teilen Tamriels, insbesondere Morrowind, als Delikatesse. Von Natur aus versuchen sie die in ihrem Territorium liegenden Flüsse, Ströme und Ufer gegen Bedrohungen zu verteidigen. Sie sammeln sich gerne in Gruppen und greifen alles an, was vorbeikommt, furchtlos und mit hochtrabender Überzeugung von ihren eigenen Kampfkünsten. Nichts kann den Zorn einer gewöhnlichen Schlammkrabbe abwenden, außer einem gezielten Treffer eines Pfeils oder einer Axt. In der Zeit, in der ich die Exemplare am Strand von Biusei studiert habe, beobachtete ich in den letzten Monaten eine seltsame Neigung, wo ich mich normalerweise vorsichtig bewegen musste, da ich sonst gezwungen war, sie zu töten, kann ich in letzter Zeit Beobachtungen aus der Nähe vornehmen. Ich kann sogar ihre Panzer berühren, ohne dass sie reagieren. Letzte Woche saß ich mitten in einer Schar, unversehrt und eifrig alle Einzelheiten aufschreibend, die ich aus größerer Entfernung nicht sehen konnte. Allerdings sind sie nicht vollständig zahm. Sie reagieren, sobald man sie provoziert. Das bemerkte ich, als ein Bär eine Schlammkrabbe aufbrechen wollte und eine ganze Schar zu ihrer Verteidigung eilte. Daraufhin musste der Bär fliehen. Ich bin sicher, dass sie mich bemerken. Es ist nicht nur Ignoranz. Eine kam sogar zu mir und berührte meine Hände mit ihren Fühlern, als ob sie mich studieren würde. Was hat sich verändert? Ist Brutzeit? Könnte etwas im Wasser ihr Verhalten beeinflussen? Könnten sie die schwierigen Zeiten beeinflussen? Ich werde meine Beobachtung fortführen, um mehr herauszufinden. Sehr interessant. Also Schlammkrabben, die vorher sehr aggressiv waren und jetzt auch zahm, jetzt mittlerweile zahm sind. Ja, interessant. Es ist wirklich halt interessant und ja, ich suche nach Rezepten, daher gucke ich ja schon, was ich da Dietrich. Nein, ich habe eine Vorlage bekommen für Vorhänge. Hui! Also auf jeden Fall muss ich gucken, wie ich diese Vorlage oder diese Entwürfe auch verwenden kann. Und später, wenn ich ein schönes Haus gefunden habe, dass ich das auch dementsprechend einrichte. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, ich habe mich jetzt mit Lesen aufgehalten, aber ich habe gesagt, schon von Anfang an gesagt, dass ich halt
alles vorlese, was ich finde, und auch wenn es halt Bücherregale sind, ist es doch schon erstaunlich, was man alles herausfinden kann. Mein eigener Vater wurde von solch einem Rudel in Stücke gerissen. Und damit wir auch mal so weit uns weiterbilden können. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit ringt? Ja. Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Silvener muss das Abkommen sehen, aber niemand will eine mit einer Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht. Hm. Seine Vipernzunge ist scharf, aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur 3 Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Ja, also das hatte ich mir schon gedacht, dass Harani irgendwie nicht kann und dass Ulondil halt doch nicht will, weil er irgendwas auszuhacken irgendwas ausheckt, was wir noch nicht wissen. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Mhm. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Baorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil stöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Mhm. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Ach, warum muss ich das denn machen? Ich will mich nicht in diese politische Angelegenheiten halt einmischen. Ich hasse es. Ich muss einmal gucken. Ach, ich habe noch genug Inventarplätze. Aber ich müsste trotzdem mal gleich mal verkaufen. Daher ist das schon doch irgendwo angebracht. Ja, auf jeden Fall, ich muss da rein und diese ganze politischen Mist, habe ich nicht Passt wirklich. Auf, wohin ihr halt die Fresse. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, aber es geht. Es ist halt so. Ah! Aber dafür. Zauberei ist nicht gleich Nekromantie. Ich glaube, dieses Buch habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. Ja, ich glaube, das habe ich schon vorgelesen. Ja, doch, das habe ich vorgelesen, genau. Alles ist so. Nein, Dietriche brauche ich nicht. Also das brauche ich jetzt wirklich mal nicht. Die Garderobe ist auch leer. Verdammt. Also das sind halt Sachen, die ich nicht gerne machen möchte, diese politischen Angelegenheiten mich irgendwie einzumischen, weil das ist Schwachsinn. Über die... Ah, das habe ich auch schon. Die 3. Ausgabe und... Ja, das ist auch schon, das haben wir auch schon durchgelesen. Aber solange ich gleich was mitnehmen kann, ist das schon in Ordnung. Das ist Beute. Okay. Wenn der Sturm kommt, bekommen die schon ihr Fett weg. Ach, halt die. Wieso? Ah, warte mal. Wenn der Sturm kommt, kriegen sie schon ihren Fett weg. Alles ist so ruhig. Also ich... Zugang verboten. Ihr kommt hier nicht durch. Wächter reden. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte.
Ich habe mit dem Buchmacher gar nicht geredet. Okay. Andere Frage ist halt gerade, was ich machen soll. Und ich glaube, ich weiß. Ganz ehrlich, ich rede mit dem Buchmacher nicht. Ich werde jetzt einfach mal die Dienstbekleidung durchsuchen. Mondzucker. Was hat sie zu sagen? Böden, die nicht schaukeln. Sand, der in Stiefel kriecht. Käfer so groß wie Anker. Mögen die Götter mich auf ein ordentliches Schiff schicken. Und du solltest mal nüchtern werden. Warum ist diese Wache da oben? Also macht er tatsächlich mal seine Arbeit? Die meiste Zeit schreibt er Liebesbriefe an irgendein hübsches Ding aus der Stadt. Sadi oder Sami oder so. Er ist ein Narr in einem Krähennest, der den Horizont nach jedem kleinsten Zeichen ihrer Zuneigung absucht. Und du bist eifersüchtig. Wenn der Sturm kommt, bekommen die schon ihr Fett weg. Ganz gewiss eifersüchtig. Naja, egal. Wir reden jetzt mal eben mit dem Buchhalter. Botschafter Ulondil ist nicht hier. Und wenn er es wäre, wäre er viel zu beschäftigt, um solche wie euch zu unterhalten. Warum ist diese Wache da oben? Genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Er würzt seinen Rum mit Mondzucker, wisst ihr? Ich bin sicher, er lässt ihn sich von jemandem aus der Dienerschaft bringen. Wenn ich ihn noch einmal dabei erwische, wie er auf seinem Posten schläft, erzähle ich es dem Botschafter. Dankeschön für die Information. Sehr hilfreich. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich tun muss, damit ich da in diesen Raum reinkomme. Ja, und alles ist so ruhig. So. Auf jeden Fall gebe ich ihm das jetzt erstmal. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was haltet ihr von einem Schluck? Glaubt ihr, ich nehme Getränke von Fremden an? Nun gut, sei es drum. Nein, wir lügen. Es ist vom Buchhalter. Oh, ich schätze, die kleine Seepocke ist schon in Ordnung. Naja, trink, ich will hier rein. Na komm, trink aus. Und gute Nacht. Hihihihihi. So, jetzt können wir uns wieder das Jahr 2920, Band 1. 2920, das letzte Jahr der ersten Ära von Karlovac Stadtweg. Ersten Morgenstern, Armfeste, Morrowind. Alma Alexia lag in ihrem Bett aus Fell und träumte. Sie öffnete ihre Augen erst, als die Sonne durch ihr Fenster brannte und das helle Holz und die Fleischfarben ihrer Kammer in ein milchiges Leuchten tauchte. Alles war so ruhig und friedlich, ein harscher Gegensatz zur Stimmung ihrer Träume, die so voller Blut und Festen waren. Wie lange dauert Einige Augenblicke lang schaute sie einfach nur an die Decke und versuchte, ihre Vision zu ordnen. Im Hof ihres Palasts wurde ein kochend heißes Becken, das in der Kühle des Wintermorgens dampfte. Mit einer Handbewegung brachte sie den Dampf zum Verschwinden. Und sie sah das Gesicht und die Gestalt ihres geliebten Vivek in seinem Studienzimmer im Norden. Entschuldigung. Sie wollte ihn nicht gleich ansprechen. Er sah so attraktiv aus in seiner dunkelroten Robe, wie jeden Morgen damit beschäftigt, seine Gedichte zu schreiben. Vivek, sagt sie. Und er blickte lächelnd auf und schaute über tausende von Meilen in ihr Gesicht. Ich habe von einer Vision das Ende des Krieges gesehen. Ich bezweifle, dass sie nach 80 Jahren noch irgendjemand ein Ende vorstellen kann, sagte Vivek mit einem Lächeln. Aber dann wurde er ernst und vertraute Almalexias Prophezeiungen. Wer wird obsiegen? Morrowind oder das Kaiserreich Cyrodiil? Ohne Sotha Sil in Morrowind werden wir verlieren, antwortete sie.
Meinen Informanten zufolge wird das Kaiserreich uns Anfang des Frühlings im Norden angreifen. Spätestens im Mondnaht Erstsaat könntest du nach Artaeum gehen und ihn davon überzeugen, dass er zurückkehren muss. Ich breche noch heute auf, sagte sie nur. Vierter Morgenstern 2920, Gideon, Schwarzmarsch. Wenn der Sturm kommt. Die Kaiserin ging in ihrer Zelle auf und ab. Im Winter wusste sie nicht, wohin mit all der Energie, während sie im Sommer einfach nur am Fenster saß und dankbar für jeden muffigen Hauch Sumpfluft war, der ihr Abkühlung verschaffte. Am anderen Ende des Raumes schien ihr unvollendeter Wandteppich mit dem Motiv eines Tanzes am kaiserlichen Hof wie zu verspotten. Sie riss ihn aus dem Webrahmen und zerlegte ihn, dabei in Einzelteile, die zu Boden fielen. Dann lachte sie, ob bei ihrer nutzlosen Geste des Widerstands. Sie würde noch mehr als genug Zeit haben, ihn zu flicken und noch 100 weitere zu weben. Seit 7 Jahren hielt der Kaiser sie nun schon in Castel Giovese gefangen. Und das würde er wahrscheinlich auch weiter tun bis zu ihrem Tod. Mit einem Seufzen zog sie an der Kordel, die ihren Ritter zurief. Schon nach wenigen Minuten stand er in ihrer Tür, in voller Uniform, wie es sich für eine kaiserliche Waffe geziemte. Die meisten Mitglieder der einheimischen Kosringi-Stämme von Schwarzmarsch bevorzugten es, nackt herumzulaufen. Aber Zug war mehr als angetan von modischer Kleidung. Seine silberne, spiegelnde Haut war kaum zu sehen. Nur im Gesicht, am Hals und an den Händen. Eure kaiserliche Majestät, sagte er und verbeugte sich. Zug, sagte Kaiserin Tavia. Mir ist langweilig. Sprechen wir heute darüber, wie wir meinen Ehemann ermorden können? Okay, ich kann sie nachvollziehen. Oder ich kann sie verstehen, dass sie wirklich den Ehemann halt tötet. Ja, weil er hält die. Er hält die halt gefangen und naja, das ist auch nicht. Also, das macht man nicht. Also, meiner Meinung nach macht man das nicht. So, wir haben das. Moment, wir können den Schreibtisch. Na, nichts Wichtiges. Das Abkommen von Kentaris Rast. Ich glaube, das wird sehr lang. Es wird festgehalten, dass die Bürger und Anführer der unabhängigen Insel Kentaris Rast anerkennen, dass die Vollzugsschwadronen der Maorma zu erheblicher Zerstörung imstande sind und ein friedfertiges und monetär vorteilhaftes Abkommen schließen wollen. Es wird festgehalten, dass beide Parteien anerkennen, dass Bedingungen für ein beiderseitig vorteilhaftes Bündnis gefunden werden müssen und dass das Einbeziehen militärischer oder politischer Dritter sowohl für die Interessen der Maorma als auch für den Handelsertrag von Mistral abträglich wäre. Unter der Schirmherrschaft des erlauchten und weisen König Orgnum, der Stimme des freien Volks der Maorma, Befehlshaber über 12 Dutzend und allmächtige Schiffe teuer und tapferer Vertreter der Macht der Maorma und damit auch des niederen Volks von Kentaris Rast, werden die beiden Parteien in Zukunft die Bedingungen der Artikel dieses Vertrags einhalten. Artikel 1. In der Hafenstadt Mistral wird eine Botschaft errichtet, in der ein Botschafter der Maorma und seine Gefolgschaft tätig sein werden. Die Kosten tragen die Bewohner von Kentaris Rast, die sich bereits erklären
Eine persönliche Dienerschaft mit nicht weniger als 15 Köpfen edel gewebte Wandteppiche, die ihre die großzügigen und weisen Maorma darstellen, persönliche und verzierte Baumwollbettwäsche und einen Vorrat an einheimischen und importierten Spirituosen bereitstellen. Artikel 2. Alle Personen und Vereinigungen, die über die Hafenstadt Mistral Handel treiben wollen, müssen sich ab sofort registrieren und das offizielle Wegerecht erwerben. Die Gebühren für die Registrierung werden vom Botschafter für jedes Schiff gesondert festgelegt. Wer sich weigert, diese Gebühren zu entrichten, wird als feindlicher Agent behandelt. Seine Waren werden konfisziert und er wird entsprechend dem Gesetz der Maorma eingekerkert. Die Führung der Maorma behält sich das Recht vor, jedes Schiff im Hafen und in den umliegenden Gewässern aus jeglichem Grund zu durchsuchen und alle Waren zu beschlagnahmen, die als Schmuggelgut gelten. Das ist eigentlich nicht wirklich gerecht, aber okay. Artikel 3. Die Vollzugsschwadronen der Maorma werden keine unprovozierten, aggressiven Handlungen gegen Handelsschiffe in der oder um die Hafenstadt Mistral vornehmen und sich außerdem nicht in genehmigte Handelstransaktionen einmischen. Alle derzeitigen Gefangenen der unterzeichnenden Parteien werden mit der Unterzeichnung unmittelbar freigelassen. Diese Schwadronen haben das Recht zur Selbstverteidigung oder bei angemessenem Verdacht feindlicher Aktivitäten zu handeln. Als Anerkennung der Nicht-Einmischung der Maorma werden am 15. jedes Monats 15% aller Registrierungsgebühren und Abgaben an die Botschaft entrichtet. Artikel 4. Ein gemeinsamer Feiertag wird festgelegt, um an die Unterzeichnung am heutigen Tag zu erinnern. Die Kosten dieses Feiertags tragen die Bewohner von Mistral, die damit beweisen, dass Frieden zwischen den Parteien herrscht und sie sich an den Vertrag halten. Die Feierlichkeiten werden den Namen Ruhm der Schlange tragen. An diesem Tag werden Würdenträger der Maorma und ausgewählte mehr Menschen und andere wichtige Personen auf die Insel Kentaris Ras eingeladen, wo sie mit einem Festmahl, Musik und Freude den gemeinsamen Erfolg und die Harmonie zwischen den Parteien feiern. Artikel 4 Zusatz 1. Die Teilnahme an den allgemeinen Festlichkeiten während des Ruhms der Schlange ist Bewohnern der Hafenstadt Mistral gestattet, obgleich die Teilnahme am Festmahl den eingeladenen Maorma, dem Bürgermeister von Kentaris Ras und bis zu 3 weiteren Gästen vorbehalten ist, die der Bürgermeister auswählt und der Botschafter genehmigt. Das Essen wird von Köchen der Maorma zubereitet, die Musik wird von Musikern der Maorma gespielt und unter keinen Umständen wird das abstoßende Gericht gezuckerter Stinkfisch serviert. Artikel 5. Der Botschafter und das Volk von Kentaris Ras verpflichten sich alle 10 Jahre die Bedingungen zu überprüfen, notwendige Zusätze zu verhandeln und ihren gemeinsamen Wunsch nach dauerhaftem und rentablem Frieden zu bestätigen. Also ganz ehrlich, es ist eigentlich nur für die Maorma eigentlich gut. Und aber die Bewohner, die hier sind, die müssen mehr Abgaben geben. Also ist es so gesehen, dass die Maorma mehr an Geld bekommen als die Bewohner. Und ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist, weil die Bewohner, die müssen mehr machen oder mehr Abgaben,
als die Maorma und weil ich finde das nicht gerade in Ordnung, also weiß ich nicht, weil da ist ja keine Gleichberechtigung vorhanden, weil da wird ja eigentlich, wie es auch in der normalen Politik, werden andere, so gesehen unterdrückt und das ist halt etwas, was, wo ich sage, nee, so geht das nicht, weil klar, man hält sich schon daran, aber im Endeffekt ist es halt so, dass die innerliche Wut größer ist und der Schrei nach Rache oder Gerechtigkeit noch größer schreit, als man will und was die Regierung hier gerade, vertuschen tut. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. Ich sitze auf einem Pferd, Rasum, da wusstest du das nicht? Siehst mich doch. Ich sitze auf einem Pferd. In der Tat, hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht. Dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondil. Allerdings, das wäre lustig. Ja, das wäre auch lustig. Und vielleicht würde es dann gerechter zulaufen und dass die Bürger halt nicht so viel Abgaben haben. Also das wäre ja schon irgendwo besser, finde ich. Und nicht so, machen mal und wir gucken halt zu und ja. Egal, wir gehen jetzt in dieses Haus rein. Also ich will da rein. Wir werden auf jeden Fall diese Quest hier noch zu Ende machen. Nachdem ich dieses Bücherregal. Praktikum der Alchemie von Devesus Lector Bardus. Traditionell lernt ein neuer Alchemist das Mischen von Tränken durch Versuche. Das bedeutet, dass man systematisch eine Lösung aus sorgfältig gewählten Reagenzien erstellt und die Ergebnisse beobachtet. Dann wechselt man eine der Reagenzien aus und überprüft, ob sich das Ergebnis ändert. Ihr scheint jedoch der Meinung zu sein, dass man nur genug zufällige Reagenzien in einem Kessel mit kochendem Wasser werfen muss, damit ein Wundertrank entsteht. Es war willens, euch weiter so herumpuschen zu lassen, da ich glaube, dass man durch Fehler lernt. Auch wenn der Weg lang ist und in eurem Fall immer bergauf geht, steinig ist und von umgestürzten Bäumen blockiert. Aber der Seneschall eures Vaters hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr Reagenzien im Wert von über 725 Goldstücken verbraten habt und das ohne ein Resultat. Also werde ich euch für ein Praktikum verpflichten, das sowohl euch etwas beibringen als auch euren Vater Geld sparen sollte. Zusätzlich zu den herkömmlichen Pulvern aus Pilzen und Blumen werdet ihr Rattenteile verwenden, die noch von eurem letzten Sieg gegen die Ratten in der Speisekammer übrig sind, um die Kosten niedrig zu halten. Bitte versucht, dieses Mal Reagenzien zu verwenden, die zumindest etwas zueinander passen. Praktikum der Alchemie. Ich habe erstens und zweitens zu drittens hinzugefügt und dies erhalten. Ich habe A und B zu C hinzugefügt und dies erhalten. Ich habe X und Y zu Z hinzugefügt und dieses erhalten. Ah ja, schön. Mehr steht da nicht. Niedriger? Nein. Ich
bräuchte schon Dietrich, ja. Wissengürtel. Da kann man, glaube ich, was, ja, komm, weißt du was? Noch immer nichts. Wir nehmen die jetzt mal mit. 40 Gold. Ah, gestohlene. Hier haben sie bezahlt, nicht wahr? Ich glaube, gestohlene Waren kann man so beim Händler nicht verkaufen, oder? Geht das? Es wäre nicht das erste. Eine seltsame Aura umgibt die Leiche des Silvenas. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefelgeruch durchdringt den Raum. Oh oh. Der Silvener ist tot. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich mag das nicht. Aber vielleicht habt ihr recht. Nein. Trotzdem haltet ihr weiter Ausschau, nicht wahr? Oh je. Je. Also, die grüne Dame, wir haben ihn nicht getötet. Wir haben ihn so vorgefunden. Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir. Er war tot, als ich eintraf. Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll tausendmal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt. Wer würde ihn tot sehen wollen? Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Oh oh. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Oh je, also ich kann es nachvollziehen, dass sie gerade extrem wütend ist. Und klar, sie denkt jetzt trotzdem, dass wir es waren, auch wenn wir gesagt haben, dass wir es gar nicht getan haben. Aua. Und ja, wir müssen dringend mit Harani sprechen. Also das ist halt doch irgendwo wichtig, dass wir mit Harani sofort sprechen. Und ihr auch sagen, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich meine. In dieser verdammten politischen Angelegenheiten möchte ich gar nicht beteiligt sein. Nicht schon wieder. Bitte. Diese versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvenar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Ich hatte gehofft, dass ihr mir das sagen könntet. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Könnte ich helfen? Nein, natürlich. Bitte nicht. Ich will nicht. Ich erkläre euch hiermit zur Vertreterin der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Oh. Okay, wir sind jetzt Polizisten. Wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Ja, aber das werden wir in eine nächste... Ermordet? Diese verräterischen Khajiit haben sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Boah, ganz ehrlich... Wie könnt ihr es wagen? Vizevogt Kili Deal... Unser Gast. Er geht zu weit, Vizevogt. Empörend! Noch mehr Verrat des Dominions. Ich werde meine eigenen Untersuchungen durchführen. Vizevogt. Eine Meeresratte wird mich nicht bloßstellen. Ich werde der Sache selbst auf den Grund gehen. Ganz ehrlich, Vizevogt, halt doch einfach mal deine Klappe, wenn du von nichts eine Ahnung hast. Wir sind gerade dabei, beziehungsweise in der nächsten Folge sind wir dabei, um den Mörder zu finden und herauszufinden, wer... Und warum der Silvenar umgebracht wurde und ob wir auch noch weitere Hinweise finden können. Ich würde mich für heute verabschieden und ich hoffe, ihr lasst doch bitte ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass ihr das macht. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls Online.
mal schauen, wie es dann halt einfach weitergeht. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal verabschieden und tschüss.